Hallo Leute und willkommen zurück in der Hölle. Wir sehen es leider, Warp Zone schon freigeschalten, weil mir ist irgendwie die Aufnahme abgeschmiert nach den ersten 3 Minuten, glaube ich, vom Paten. Deswegen einfach, damit ihr seht, dass ich es kann, hole ich mir nochmal die Warp Zone hier in dem Level. Will ja weiß nicht, wie gut ich bin. Bin ja ein Skiller und schaffe das auch ein zweites Mal. So, da habt ihr es. Und schon haben wir sie. Die Warpzone habe ich noch nicht geschafft, Gott sei Dank. Das heißt, wir können die Bandagen noch zusammen einsammeln. Und verdammt, das habe ich vorgespielt, das wollte ich gar nicht. Hier gibt es noch keine. Ich war im letzten Level, das habe ich nicht geschafft, die Bandage zu holen. Deswegen hier ist noch ganz leicht. Gut so. Das Level ist lustig irgendwie. Schlüsselsammel-Level. So, da haben wir schon mal die Bandage. Den ersten Schlüssel. Den zweiten. Und den, ja, den vierten schon. Und da haben wir es. Das war ein leichtes Level. Das nächste ist ein bisschen doof. Ach, ich bin doof. Da muss ich mich näher hinsetzen. Puh. Das ist gar nicht mal so leicht hier. Nein, was mache ich denn da? Scheiße. Noch ein Leben. Schnell rum. Och Mann. Ich hasse diese Warpzone-Dinger da. Was soll denn das? Jetzt habe ich schon wieder vorgesprochen. Oh Gott, egal. Ist nicht so spannend. So, einmal, zweimal. Wieder hoch und wieder runter. Und noch einmal hoch und rein da. So, Schlüssel 1 und Bandage. Nein. Nein, vorbei. Okay. Nein, nicht verkacken. Einfach warten dann lieber. Warten wir noch eine Runde, holen uns den Schlüssel und rein da. So. Die ersten zwei Level sind echt mega einfach. Die nächsten hauen dann rein. Ja. Wie? Wieso klappt das jetzt nicht mehr so gut? Und warum hängt das Spiel schon wieder? Warum hat das Spiel nur 30 Frames gehabt gerade? Nein, das ist unfassbar. Warum? Ich habe die Taktik noch nicht raus für das Level. Vorher hat es immer ganz gut geklappt. Warum klappt es jetzt nicht mehr? Was war das denn? Das war dumm. Dumm auf jeden Fall. Mehr weiß ich auch nicht. Okay, runter da. Und rein. Schlüssel 1. Schlüssel 2 und die Bandage. Der ist auch leicht. Und da haben wir alle. Und da haben wir sie schon wieder. Also, das ist nicht so schlimm. Wenn wir hier sterben, haben wir 3 Versuche. Jedes Mal. Ne, warten wir noch. Genau so machen wir das. Ich habe es gehört, das Bandagengeräusch zumindest. Muss ich eigentlich nur noch schnell hier runterrennen und rein. Juhu! Danke, Meat Boy. Aber leider ist Battle Skull in einer anderen Warp Zone. Okay, weiter geht's. Endlich. Oh nö. Nicht mit den Viechern. Ich mag die nicht. Vor allem mache ich die Frame-Einbrüche nicht. Was ist denn heute los? Vor allem, was mache ich denn hier? Mann, was soll denn der Scheiß? Ich sehe doch die Bandage da. Bin ich jetzt echt durchs Level?
Was ist los mit Meat Boy? Ich glaube, ich muss irgendwann anders weitermachen. Irgendwie will es heute nicht mehr so richtig. Oh, okay. Aber das ist mies. Man braucht die Taktik für das Level. Ja, genau. So ist sie. Jetzt geht's ja wieder kurz. Aber nicht so richtig. Gehen wir ins Ziel, bitte. Gut. Hui, hui, hui. So schnell. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Ach, da oben ist ein Schlüssel. Ich muss nochmal zurück. Nein, ein Knopf ist da. Wie komme ich dann nochmal zurück? Das übe ich erstmal. Bevor ich das mache auch. Okay, ich komme hier runter. Dann mache ich einmal so. Und dann mache ich so. Dann kann ich die... Ah, ich verstehe. Ich verstehe, wie es geht. Da muss man natürlich jetzt an dem Depp vorbei noch. Oh je. Die Hunde sind echt die Hassviecher. Also das, ich nenne die Hunde, keine Ahnung, weil es Hunde sind. An den Knopf, oh, oh, oh. Ich sag euch doch, einige Level sind pure Abfuck noch. Die Bandage zu holen wird dazugehören. Okay, auch wenn man das jetzt schon raus hat. Das eigentlich auch, man muss nur gut sein. So, einmal so, so. Okay, habe ich die Bandage. Und dann so. Muss er eigentlich nur noch rein. Ja, geht doch. War gar nicht so schwer. Hat sogar geklappt, ganz gut. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ne, Moment mal. Warum mache ich es mir denn so schwer? Haha. Warum so schwer, wenn man es mit Ogmo so einfach hat? Oh Mann, und da muss ich aber wieder reinkommen irgendwie. So. Okay. Okay. Da kann ich stehen bleiben. Und dann... Nein! Oh. Oh, oh, oh. Und da rein. Okay, die Bandage haben wir schon mal. Machen wir das ganze Level nochmal, aber nicht mehr mit Ogmo, sondern mit Meat Boy, bitte. Doch, das geht, das weiß ich. Das weiß ich, das geht. Sag ich doch. Oh, das war dumm. Boah, wie eng das geht vor allem. Da warten wir kurz. Ah, das ist gar nicht so schwer. Da muss man schon mal jumpen. Wow. Was mache ich denn? Sogar vor dem... Alter. Hm. Oh, da kommt der nächste Ball schon mal dann. Hm. Da kommt ja schon der nächste Ball. Oh je. Was war das? Egal, es hat geklappt. Haha. Oh Gott. Ich muss eigentlich nur noch ins Ziel kommen danach. Warum schaffe ich das jetzt eigentlich nicht mehr? Habe ich davor auch immer geschafft. Ganz locker springen einfach. Ach genau, da kommt dann der Ball. Ich vergaß. Ach so. Ja, so geht es. Und dann halt nur nicht ganz so hoch springen. Jump. Jump, jump. Man muss die Level einfach lernen. Da hat man es bald.
Ich glaube das nicht. Mann. Ich glaube das nicht. Immer diese Kack-Frame-Abbruch, ich weiß nicht. Ich glaube, ich soll Schluss machen für heute, sonst wird es nichts mehr. Hätte schon Bock auf dauernd solche Frame-Einbrüche. Ah, so könnte es gehen. Wenn sich ganz schnell beeilt. Das war auch nichts. Nein. Oh je. Eigentlich ist das Level ganz einfach, aber man möchte es sehr schnell schaffen. Nein! Irgendwann kommt die Taktik, wo man es schafft. Irgendwann. Irgendwann kommt der Versuch. Dann geht man hier runter. Dann geht man hier rauf. Wartet und hüpft hier rüber. Geht doch. Nein, nicht das Level. Bitte nicht das. So, und ausweichen. Juhu. Früher eins meiner Hasslevel. Und jetzt auf den ersten Versuch geschafft. Oh Gott, ich bin ein Gott, ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott. Genauso wie das übrigens. Genauso ein Hasslevel. So, so. Okay. So. Und nach da. Oh. Aber so ist die Taktik ganz gut, glaube ich. Einmal nach links und dann einmal so. Und dann so. Und dann so. Und dann so. Und dann ist Ziel. Wunderbar. Oh, das ist das letzte Level in dem. Oh, scheiße. Glaube ich, zumindest. Da warte ich lieber nochmal. So viel Zeitunterschied macht das jetzt nicht, ob ich jetzt da warte oder nicht. Ja, wenn ich da mal hinkommen würde. Und drüber. Wo bin ich? Oh, da bin ich. Geh weg, Lava, geh weg, Lava, geh weg, Lava. Ach, viel zu langsam. Das geht schon schneller. Das geht schon schneller. Und da oben ist eine Bandage, sehe ich gerade, ja, ganz toll. Okay, wenn man's. Okay, wenn man es hier so angeht und dann, da muss man noch schnell vorher drüber, sonst wird es nichts. Nein. Inga ist noch nicht raus, wie man das am besten macht, dann da. Ich muss hier echt schnell rüber. Jetzt schaffe ich es auf einmal, jetzt kann ich auf einmal durchspringen, okay. Dann springe ich jetzt da auf einmal durch. Und dann natürlich wieder nicht. Wenn man nur ganz leicht springt, glaube ich. Da geht das. Versuch es wert. Oder warte, ich habe eine Idee. Wie das noch sein könnte, dass es geht. Man springt so. Nein, schade. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe eine Idee nicht. Ich weiß, wie es geht. So, und dann. Nein. Alter, das kann doch nicht sein. Kann es so schwer sein, davor rüberzukommen? Das glaube ich nicht. Na, also geht doch. Darum geht es nämlich eigentlich. Nein, nur dann bleibt er da drauf. Okay. Aber schaffe ich das jetzt noch ein paar Mal? Wieso habe ich es da jetzt zum Beispiel wieder geschafft? Man muss schief reinspringen. Wenn er nicht gegen das Dach da kommt. Und
Das war natürlich jetzt zum Beispiel nichts. Wir sterben. Jawohl, so ungefähr. So, einmal rüber. Und dann springt er wieder nicht ab von der Wand, der dumme Meat Boy. Und nochmal rüber. Hier rein. Und dann springt er wieder nicht. Solche dummen Fehler mache ich da. Oh, da bleibt er halt da oben stehen. Auch nicht schlecht. Und dann... Ich verstehe nicht, warum er da manchmal so drüber springt und manchmal nicht. Ja, dumm. 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 Hier haben wir schön viele Tode anzuschauen nachher. Wenn ich es nicht ver... Unfassbar. Jetzt hüpf. Rein. Ja, so kann man das auch nicht schaffen, indem man einfach nicht rein hoch genug hüpft. Rüber. Oh, hüpf doch. Ich werde gleich wahnsinnig. Ich werde echt gleich wahnsinnig hier. Jetzt. Dieses Level. Ich hasse es. Dann hätte es wieder geklappt. Aber keiner weiß warum. Und dann gibt es erstmal wieder Ruckler. Ja, da versuche ich es wieder und dann geht's nicht. War ja klar. Dann versuche ich es wieder nicht. Dann klappt's. Ja, genau. Das meinte ich. Ja. Die Ruckler dürfen natürlich nicht fehlen. Was wäre denn Meat Boy ohne Ruckler? Was wäre denn das? Das wäre cool. Okay, schnell darüber. Hier rauf. Und hier rein. Dann gehen wir hier rüber. Und holen uns A+ mit der Bandage. Puh. Das nächste Level ist der Boss. Und uns fehlen 2 Bandagen. Die sind nur Warp Zone. Okay, dann fehlen uns aber 2 Warp Zones. Ich würde sagen, nächstes Mal machen wir den schönen Boss hier. Und erst holen wir uns noch die anderen Bandagen, was fehlen. Und dann sag ich mal, danke fürs Zusehen. Und kommentieren und bewerten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.